Das ist ja, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Streikende Arbeiter. Sieht nicht so aus, als ob sie gut zusammenarbeiten. Warum können sie sich nicht einfach vertragen? Vielleicht können wir mit denen Hoch mit dir! sprechen. Der Mörtel rührt sich nicht von selbst an! Ich frage mich, wie Der wir die Mörtel Bibel wird dabei sich auch nicht benutzen beschweren, könnten. wenn er bis nach meiner Pause warten muss. Stimmt was nicht? Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Er ist betrunken. Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Das ist total Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was? Wer? Der Prior, Tom Billner. Andere Leute erwähnen. Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Mhm. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Ah ja. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot. Hast du saufen auf dem Bau arbeiten? Andere Leute erwägen. Probier was mal aus. Der Graf von Schillerig, Alfred Bilder. Ah. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Nee, ich habe noch keine Idee. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten. Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Ich dachte mir, keine Ahnung. Da kriegen wir ihn dazu, tagsüber doch ein Bier zu trinken. Ich weiß es nicht. Der Graf von Shiring. Ich weiß auch nicht genau, was das gerade für ein Dialog da ist. Ey, der ist komisch. Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley. Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Ich finde diesen Dialog etwas merkwürdig da. Kann Aber man gerade gar nicht zuordnen zwischen den beiden. Ne? Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack? Percy Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Hobby, ich finde schon Warum? Das. Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Ich hab's leider noch nicht gucken können. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. Weil mir heute Abend auch wieder ein paar Sachen dazwischen gekommen sind. Das wagst du Aber ich nicht. Möchte mir das unbedingt Schon angucken. Schon passiert. Ich wahrscheinlich aber erst morgen zukommen, denke ich mir mal so. Aber das sieht interessant aus. Das will ich mir auf jeden Fall bei dir angucken. Sonst hätte ich auch noch einen Kommentar da gelassen. König Stefan, Jack Jackson. Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Du läufst die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Ah, verstanden? Ja, das bin ich wieder schuld. Vergesst es einfach. Alles klar. Aber interessant, was Sie für eine Meinung haben, ne? Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsitzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Super. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron.
Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsetzt. Ah, so wie du also. Ja, genau, so wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst Alter. Du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Fertig, glaubst du das wirklich? Du machst es also nicht freiwillig, okay. Andere Leute erwägen. Och nee, echt, nee, komm, wir gehen. Der Mörtel vielleicht nicht, aber ich. So, wir können doch Bruder Arnold, der neben Kutas Kraft schläft. Ja? Kutas starb vor einem halben Jahr. Ich vermisse ihn. Morgen einfach nicht aufgetaucht bist? Wir sprechen mal mit ihm eben. Das geht dich überhaupt mal gar nichts an. Aber wir sollten dann uns auf den Weg mal zu Aliena machen. Jetzt an die Arbeit. Hallo, Cuthbert. Hallo? Ich hoffe, du bist glücklich. Wo du auch sein magst. Kefki, was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich hab dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Mhm. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt, damit auch ich gut liege. Haben wir ja zugesagt. Ich hoffe, du wirst dich an dein Versprechen erinnern, yep. Dass du mich begraben wirst. Das ist lange her. Das Und? War in der ersten Nacht, die wir hier in der Priorei verbracht ist haben. Ist egal, versprochen ist versprochen. Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldos. Keine Sorge. Danke dir. Und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Nein. Cuthberts Ende. Cuthbert starb in den ersten Wochen des Jahres 1141. Es war wieder ein harter Winter gewesen. In den Tagen vor seinem Tod hatte sich Cuthbert über Schwierigkeiten beim Atmen beschwert und einen Schmerz in der Brust. Er bat Milius, etwas Lungenkraut zu sammeln. Der Tee, den er aus dem Kraut brühte, schien ihm Linderung zu verschaffen. Doch noch in der gleichen Nacht suchte ihn ein schweres Fieber heim. Sein Atem war flach. Milius blieb bei ihm, bis er schließlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte er nicht wieder auf. Als Cuthbert starb, war er 68 Jahre alt. Ich glaube, das ist im 12. Jahrhundert ein wahnsinniges Alter. 58 Jahre seines Lebens hatte er in Kingsbridge verbracht. Niemand in der Priorei war alt genug, um sich noch an seine Ankunft in Kingsbridge zu erinnern. Cuthbert sprach nie über seine Familie, aber den meisten Mönchen war er wie ein Vater gewesen. Und zu seiner großen Freude hat er in den letzten Jahren seines Lebens dem kleinen Jonathan ein Großvater sein dürfen. Möge Cuthbert nun im Frieden ruhen. Tja. Verbringt zu viel Zeit mit den Menschen. So, was haben wir hier? Wespennest. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Komm, dann lass uns mal zur Tür zum Kreuzgang. Geh doch mal raus. Weg zur Mühle. Auch zu. Meine Güte. So, dann gehen wir jetzt zum Weg. Ja, komm bloß hinterher, du. Wir gehen jetzt zu Alienas Haus. Da können wir auch hin. Straße nach Norden. Eines Tages werde ich nach Gloucester reisen, wenn der Krieg vorbei ist, aber nicht heute. Erinnere mich, wie ich das erste Mal an die Tür klopfte. War so nervös. Da speichere ich mal hin. Und dann gehen wir da gleich mal hin, würde ich sagen. Okidoki. Ich schneide hier mal eben kurz. So, da sind wir wieder. Wir gehen mal zu Aliena. Oh, wer ist das denn dann noch? Och, soll ich einfach klopfen? Die Valkarinnen. Noch nicht klopfen. Wir gehen mal zum... dahin. Harte Arbeit. Aliena bezahlt sie gut, aber es bleibt sehr harte Arbeit. Lux, vielen lieben Dank für den 13. Monat. Dankeschön. Dudlop, die Antwort habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Sind das jetzt eigentlich auch schon an 12 Monate Guten bei Tag, dir? Guten Tag, die Damen. Oder? Ha! Also wenn so das oder so, nicht danke. Der hübsche Jack ist, bist du vorbeigekommen, um mit Hand anzulegen? Eigentlich nicht.
Hätte mich aber auch gewundert. Okay, ich gelte wohl allgemein als faul. Nach dem ersten Tag bluten dir die Hände. Vom Salz und der Pisse im Wasser. Pisse? Löst den Talg und den Schmutz aus der Wolle. Das Geld können wir brauchen, aber irgendwann kann man einfach nicht weitermachen. Früher oder später wird all jener sich neue Walkerinnen suchen müssen. Ich werde etwas finden, damit es euren Händen besser geht. Na, das wäre immerhin ein Anfang. Auch eine Schiffe. Aber solltest du nicht besser auch arbeiten? Ich mach nur mal Pause. In Ordnung? Ich gelte aber echt als faul, ne? Alienas Walkerinnen haben verschwundene Hände. Da bräuchten wir was. Wir bräuchten fette Cremes. Handschuhe wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Wechseln wir weiter. Alte Mönche vertragen den ganzen Lärm nicht. Nur an Sonntagen ist es ruhig. Wir gehen nochmal eben zur Mühle. Das sind Walkerinnen, ja, ist schon klar. Das sind keine Walkerinnen. Merkfett könnte helfen. Genau. Überall Wespen. Das ist ja wie im Büro, ey. Jeden Tag. Jede Stunde eine Wespe drin heute gehabt. Gestern auch schon. Schlimm. Lauf nicht immer weg, Jonathan. Ich krieg noch Ärger mit. Aljena! Oh. Warum ist sie so traurig? Ja. Dürfen wir uns zu dir setzen? Natürlich. Oh, ein schönes Bild. Aljena, Blicke auf, Blicke auf. Können wir beides anklicken? Und wie geht es euch beiden so? Oh, naja. Solltest du nicht arbeiten? Jack sagte, dass du sie magst. Oh, ich hab voll gespeichert, oder? Die Frage ist blöd. Ich finde ihm die Antwort. Das ist erstmal die Sag Option. Sag mal, ich wollte eigentlich mit dir reden, weil... Ja, Jack Builder? Ich mag dich. Du bist hübsch. Oh, vielen Dank, Jonathan. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Komm, High Five. Er ist hier. Ich komme. Jack liebt dich. Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass Jonathan einen Verdacht hat. Ich schwöre auf diese Bibel, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Ja, alles klar. Ah, die Bibel. Ich hoffe, ich hab sie noch. Aber ist ja gerade nebensächlich. Ja, huste sie direkt an. Das kalt, da stehen die drauf. Kalt, kalt, kalt. Meine Bibel ist weg. Scheiße. Verdammt. Tut mir leid. Aber keine böse Tat bleibt ungestraft. Aber wir haben nichts Böses getan. Noch nicht. Du hast die Kathedrale abgekackelt. Ich gehe nach Hause. Kann das jemand schlippen? Bitte kann das jemand schlippen. My Lady. Du gefährliches, wildes Tier aus den Wäldern. Wenn Gott mich dafür hasst, dann zeigt er es auf eine seltsame Art. Ich kenne nicht das Drehbuch. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kann die Texte nur zufällig mitsprechen. Du erinnerst dich noch? Das Lied hast du gesungen, als wir das erste Mal hier zusammengesessen haben. Und du hast deine Füße im Bach baumeln lassen und vor dich hingegrübelt. Genau wie heute. Warum kann es nicht immer so sein wie jetzt, Jack? Ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, so zu tun, als ob ich dich nicht liebe. Dann hör auf damit. Jack. Ich weiß, ich weiß. Wieso? Wo ist denn das Problem? Lord Murphy kommt jetzt Alfred um die Ecke und killt die Stimmung. Ja. Hast du nicht wieder mit Tom gestritten?
gibt jetzt etwas Neues von deinem Bruder. Hast du immer noch die Bibel gelesen? Immer noch nicht die Bibel gelesen, oder? Wir nehmen erstmal das. Hast du immer noch die Bibel gelesen? Philipp besteht darauf. Ach so. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er erfährt, dass sie im Bach gelandet ist. Ja. Keine Sorge, er wird dich weiterlesen lassen. Ich glaube, er sieht etwas Besonderes in dir. Ich habe überhaupt noch gar nicht reingeguckt. Vielleicht ging sollte ich dann Mönch hab's werden. Versucht. Aber einen Mönch darfst du nicht küssen. Dann werde ich dich wie einen Bruder lieben. Das ist nicht komisch. Wie hieß nochmal das Buch, das du mit mir lesen wolltest? Die Amores von Ovid. Ich habe bisher nur davon gehört. Von einem reisenden Gelehrten, den wir auf dem Weg zum Steinbruch getroffen haben. Der Titel klingt vielversprechend. Mhm. Aber vielleicht ist es nicht so interessant, wie wir glauben. Finden wir es raus. Ich werde in Kingsbridge herumfragen und schauen, ob ich etwas herausfinden kann. Tu das. Gibt es vielleicht die Amores im Ovid von Ovid im Skriptorium? Nur noch Quest. Sekunde mal. So, Jack, sprich über deine Probleme. Wie hieß das Buch nochmal? Hast du dich wieder mit Tom geschritten? Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Wir fragen erstmal nach deinem Gibt Bruder. Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Der Krieg hört nie auf und er kriegt nie genug Geld. Und er kämpft auch noch für den Mann, der unseren Vater getötet hat. Schönen Feierabend. König Stefan, damit der ihm die Grafschaft zurückgibt. Mhm. Ja, aber ich brauche das alles nicht. Alles, was ich mir aufgebaut habe, was wir miteinander haben, das habe ich alles nur, weil ich nicht mehr nur die Tochter meines Vaters bin. Ich befürchte, dass, wenn Richard Graf wird, ich noch viel mehr verlieren werde als das Geld, das er auf dem Schlachtfeld durchbringt. Okay, dein Vater hat es gut gemeint. Ja. Dein Vater hat es gut gemeint. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ne? Ach ja. Sagt man ja. Er hat nie jemanden geliebt. Nicht einmal meine Mutter. Und es war nicht meine Schuld, dass wir die Grafschaft verloren haben. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei mir. Wie konnte Vater mich nur so einen Schwur leisten lassen? Fragen wir ihn mal. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Tom hält immer zu Alfred. Er ist sein Vater. Er macht sich Sorgen um ihn. Ja, ja. Bei Richard war es dasselbe. Wenn Tom sich Sorgen um Alfred macht, warum lässt es dann immer an mir aus? Weil du der Klügere von euch beiden bist. Vielleicht macht er sich Sorgen um Alfred. Hey, es ist nicht mein Fehler, dass ich schlauer bin als Alfred. Alle du bist auch fauler anscheinend. Ganz genau. Tom glaubt, du solltest es besser wissen. Ja. Mag sein. Das wird's wahrscheinlich sein. Sei nicht sauer auf Tom. Sei nicht sauer auf Tom. Ich glaube, er wünscht sich, dass Alfred fähiger wäre. Schließlich möchte er, dass Alfred sein Nachfolger wird. Mhm. Vielleicht könnte Alfred das ja, wenn er sich Mühe geben würde. Ich glaube, ich könnte sogar sein Nachfolger werden. Das könntest du ganz bestimmt. Aber wer will schon eine Kathedrale bauen? Ein bisschen fleißiger müsstest du vielleicht werden, ne? Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein. Weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Es ist wie mit Bildhauerei. Es ist wie mit dem Wollhangel. Wenn ich jetzt wüsste, wie es weitergeht. Da er die Frage gestellt hat,
Ich hätte jetzt gesagt, da er die Frage gestellt hat, sollte sie die Antwort geben. Aber es interessiert mich, wer weiß, vielleicht hat er ja, wenn er das anfängt zu sagen, gleich irgendeine Eingebung, die ihm bei seiner Statue da hilft. Ich nehme das mal. Es ist wie Bildhauerei. Ja? Wenn ich einen Stein ansehe, kann ich mir vorstellen, was daraus werden könnte. Kragsteine oder Eichhörnchen. Es ist so, als ob ich es schon sehen könnte. Aber nur wenn man daran arbeitet, lernt man, was man damit machen kann oder nicht. Behaut man den Stein falsch, zerbricht er. Macht man es richtig, kann etwas Großartiges daraus werden. Also, wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir sicher sind, dass wir nichts zerbrechen. Richtig. Ich wette, für die Säulen kann man nur den besten Stein verwenden, oder? Weil sie das ganze Gewicht tragen. Genau. Darum hacken Tom und Philipp auch so auf dir herum. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich auch. Da bin ich mal gespannt, was sie mit der Erkenntnis dann gleich anfangen. Eines Tages werden wir Ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen all. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. Oh. Mhm. So, so. Ach, ich hab die Gedichte gar nicht, ne? Ach, wie blöd. Machen wir gleich. Was ist denn da drüben los? Wir gehen besser und sehen nach. Weil wir so beeilt haben. Leute! Beruhigt euch! Was ist am Steinbruch geschehen? Was stimmt denn nicht am Steinbruch? Hört doch! Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Freund Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Wovon? Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Steine aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Das ist nicht gut. Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben für mindestens einen Monat. Für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Naja, ich muss mit Philipp reden. Unterstützt dich. Komm später bei mir zu Hause vorbei, ja? Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Ich muss den Walkerinnen noch helfen. Zurück an die Arbeit. Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Nee. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Ja, immer noch. Wir müssen den Walkerinnen noch helfen. Alle weg. Unterstützt nicht mehr den Bau der Kathedrale. Sie haben sie ja nie richtig aktiv unterstützt oder sowas. Wir hatten den Deal, wir teilen die Gebietschaften auf und wir bedienen uns selber am Steinbruch und selber am Holz. Das ist keine Unterstützung, die die da gemacht haben. Das war der Deal. Das ist eine interessante Formulierung, dass es so gesagt haben, dass es so ausformuliert worden ist. Finde ich auch nicht gut, muss ich sagen. Wir gehen nochmal zum Kragstein. Sieh zu, dass du mal weitermachst. Nee, nicht seufzen. Suche das Buch für Ellie. Ja, okay. Such mal das Buch für Ellie. Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet.
Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earl's Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Ja, nächsten Monat können wir noch zahlen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Warte, ich will hier ab. Nicht fort. Etwas Lasst abwarten. Mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Ich hoffe, dir fällt was Gutes ein. Jack! Du sagtest, du wärst mit dem Kragstein nicht fertig. Vorhin habe ich mir den angesehen. Für mich sah der fertig aus. Ach. Du musst lernen, loszulassen und mit solchen Dingen abzuschließen. Okay. Verlier dich nicht in Details. Es ist mein Kragstein. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Hui, da bahnen sie aber was an, was? Hm. Oder? Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Nee, hättest du nicht. Ja, war nicht so gut. Geht zum Kloster. Geht zur Mühle. Lass uns nochmal zur Mühle gehen. Sie kann ja nicht immer noch da sein. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Ich gehe besser nicht zu nah. Ja, ach komm. So, Mühlentür. Finden wir hier vielleicht irgendwas? Nochmal die verwitterten Müllwerk. Jemand hat hier etwas in den Balken gesetzt, ausgeblichen verwittert. Kann ich erkennen, wer das war. Das hat man ja schon. Müllwerk. Eine geniale Erfindung. So viele Möglichkeiten, so viel zu lernen. Wir können es anklicken. Wir machen es bestimmt kaputt. Ey, mach's nicht kaputt jetzt. Mach's nicht kaputt. Nur kurz anfassen. Das Wasser treibt das Rad an. Ja. Dann noch mehr Räder. Ja, nicht kaputt machen. Und den Mühlstein. Ja. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Ja. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Ja. Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mhm. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Hm. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Probier mal aus. Das ist doch eigentlich erledigt dann, oder nicht? Wenn ich einmal mehr Zeit habe, überlege ich mir mal ein paar andere Arten von Mühlen, die wir bauen könnten. Hm. Das Wasser ist hier. Das Getriebe ist hier. Mambo, das Warum war schon. Sollte man nur Mehl mahlen? Das war schon hart am Spoiler. Lass mich doch mal. Ich habe mich doch noch gar nicht richtig damit beschäftigt. Ich sag's dir nur, bevor dich meine Mods ermahnen. Zu Recht, irgendwie so. Also Mambo hat eben geschrieben, überlege mal, ob es eine mechanische Lösung für das Problem der Walkerinnen gibt. Dazu müssten wir wahrscheinlich gleich nochmal dahin gehen. Wie gesagt, ich wollte ja auch in der Mühle gucken, ob es da irgendetwas gibt für die Ladies. Den Bach gucken wir uns mal an. Ich kann die Bibel nicht sehen. Selbst wenn ich sie wieder rausfischen würde, könnte man bestimmt kein Wort mehr entziffern. Ich hatte dann zu langsam getippt. Hat das schon geschrieben, als du in der Stadt warst? Ach so, okay. Ich höre Tobi schon leise böse lachen. Tobi, bist du denn da? Pass auf, vielleicht sagt Tobi ja. Und ich lache nicht. Und dann ist er mal ganz böse.
Okay, tun wir lebt auch. Pornowitze. Paul wird immer vergesslicher. Besteht darauf zu arbeiten. Komm mal hin. Sag mal guten Tag. Bruder Paul. Und das ist der kleine Jack. Weißt du, er hat nie den Brückenzoll bezahlt, als er hier kam. Manchmal muss man barmherzig sein und Leute reinlassen, die in Not sind. Ich werde an deine Worte denken, Bruder Paul. Besser nicht. Der ist zu alt für sowas. Ja. Und der andere ist zu jung. Ja, okay. Kennt ihr ein Mittel gegen raue und trockene Hände? Deine Mutter wüsste da bestimmt etwas, das hilft. Sie arbeitet gerade in ihrem Kräutergarten. Den Weg runter zu deiner Linken. Ihre Arbeit würde ich auch nicht machen wollen. Zu viel Rumsitzen und zu viel Warterei. Habt ihr Alfred gesehen? Den Baumeister? Ja. Den Baumeister. Nein, der war nicht hier. Das wüssten wir. Eigentlich müsste doch hier zu